Herren, wunderschön gut. Der erwischt uns nicht. Hallo, ich bin... Diese beschissene Stadt! Richtig ab, Kollege. Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich bin's wieder, euer Grabverbrechen. Ich mach wieder Musik. Nein, ich mache wieder ein Video für euch. Das ist der vierte Teil von der Watch Dogs 3.2. Meine Damen und Herren, wir gucken, wie weit wir heute kommen. Wir haben eine Mission, ich weiß noch nicht welche. Ah ja, hier, gucke da oben. Da steht ja, hacke dich in das HMPS Studio rein. Okay, mach ich. Ich tu mal so, als ob ich schließen könnte, Digga, ich schwör. Ja, er ist weg, ich breche hier ab. Okay, Leute, ich bin drin. Ja, finde ich auch gut. Ich muss mich hier so ein bisschen Concentration, Bitch. Ja. Gucken wir mal, dass wir alles machen. Ich mach jetzt schon zu. So, gucken wir mal, ne? Wir müssen da höchstwahrscheinlich hoch. Gucken wir mal. Spucken, gucken. Drücken wir V, da oben kann ich den Typen hacken. Ich habe eine Idee. Erstmal Geld. Danke. Dann brauche ich die Kamera hier. Dann brauche ich die Kamera da. Vielleicht kann ich nochmal gucken. Hallo, ich bin da. Ah, verdammt. Okay. Ich kann das nicht machen. Wie mache ich denn das am besten? Ich muss ja, ne? Ich habe drin. Okay, das geht auf. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wahlen, Gott, scheiße, ich habe keine Drohne. Ah, fuck. Ich nix Drohne, das geht gar nicht. Da muss ich gucken. Der ist da oben. Eieieiei. Gucken wir mal. Wir müssen uns da mal ein bisschen anschleichen. Geht das hier rein? Ja, natürlich nicht. Hätte mich ja gewundert, wenn wir da jetzt rinkommen würden. Einfach mal so. Okay, wenn wir den rauskriegen würden, das ist in der Ordnung. Ich habe eine Idee. Jetzt muss ich ja mal aufpassen. Die ist der, ja, ne, dass wir hier nicht entdeckt werden, weil das wäre möglich kontraproduktiv. Ja, und musikalisch sind wir heute damit begegnet, dass wir gute Musik haben. Scheiß auf Copyright und so. Vielleicht kriegen wir den, macht er hier auf? Ja, Bitch! So, dann haben wir schon mal das eine. Sehr gut. Na, bitte. Nice. Die nicht so geheimen Mails.
So. Gucken wir mal. Vielleicht. Vielleicht kriegen wir das so hin. Haha. Gucken wir mal hier. Jetzt müssen wir mich noch das Buch da, das Drehbuch da so holen, ne? Und da wollen wir natürlich nicht entdeckt werden. Kriegen wir den auch noch? Oh, das wäre so mega geil, ne? Sprengt er sich mitten in die Luft und das wird noch... Okay, das ist eigentlich schon mal sehr gut. Ich hab's. Wir haben das ganze Skript von Cyberdriver. Was ist mit dem Auto? Ich glaube, es ist nicht hier. Wir finden es. Ich hau jetzt ab. Tschüss, Leute. Spinne mal. Ja, Entschuldigung. Ich wollte mal euer Auto klauen. Polizei hier, macht mal Platz. Ich will da durch. Hey Leute, ich habe eine Mail, in der steht, dass sie das Auto irgendwo hinbringen. Nur leider nicht wann und wohin. Ist schon okay. Ich glaube, ich habe einen Plan B. So. Mission abgeschlossen. Das ist doch wunderprächtig. Lass mich durch, ich bin Pulle. Ich bin Pulle. Markus, ich kenne einen Paparazzo, der weiß, wo der Wagen ist. Er wartet auf dich. Wir geben ihm, was immer er aus dem E-Mail-Dump haben will. Du kannst ihm trauen. Okay, du hast Paparazzi-Kontakte? Gibt es jemanden, den du nicht kennst? So bin ich. Jeder kennt und liebt mich. Na, fahren wir aber mal so mit Stil hin, ne? Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Auckland's Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun und behauptete, die Stadträtin Comey buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Dämliche Kommode. Die mach ich fertig. Aber vorher war ich einen Unfall.
Wo genau wollen wir hin? Wir gucken auf Karte. Gucken dahin. Da müssen wir hin. Auf Karte anzeigen. Da. Setzen wir einen Wegpunkt. Gucken wir mal. Ja, shut up. Entschuldigung. Glückwunsch, Marcus. Unsere Followerzahl steigt schnell. Wie viele von denen erlauben uns auch den Zugriff auf ihren Computer? Alle, darum geht's doch. Die geben uns Zugriff auf ihre Leistung. Wir bauen ein wachsendes Computernetzwerk auf, das uns stärker macht. Unser eigenes Cloud-Computing-Netzwerk. Unterschreiben die denn einen Vertrag? Hiermit übergebe ich meinen Prozessor an DadSec. Wir sind transparent. Sie wissen, dass sie uns vor der Installation der App Zugriff auf ihre Rechenleistung geben. Aber niemals auf ihre persönlichen Daten. Da braucht man viel Vertrauen. Silicon Valley würde für solche Zugriffsmöglichkeiten töten. Ihr gesamtes Geschäft basiert auf dem Farmen privater Daten. Aber wir kümmern uns um unsere Leute, Mann. Deshalb treten sie unserer Bewegung bei. Um ein Zeichen gegen die Technokraten zu setzen. Ja, siehste, das ist voll Profi und so, ne? Gucken wir mal, was der Typ da zu sagen hat. Ey, yo, was geht? Ich bin's. Ich bin der eine. Guck mal hier. Für mehr Details zu dem besonderen Auto will ich auch pikante Details haben. Wie Jimmy Siska und Popstar Nelly Shire? Also Vögel, die echt? Ich wusste es. Tja, okay. Das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Cool, Mann. Sehr cool. Okay, ich habe Ihnen die GPS-Daten des Autos geschickt. Cool. Dann wollen wir uns doch mal das Auto angucken. Das ist da drüben. Machen wir jetzt mal einen Jump. Ah, ist gut. Gucken wir mal. Da sind die Bullen, das ist ein Auto. Aber das, meine lieben Freunde von heute, das sehen wir ein andermal. In diesem Sinne, möge die dunkle Seite mit dir sein. Ach nee, das war falsches Universum.